Dann heute frisch angekommen. Oh, die sind ja richtig kalt. Oh. Von Pfirsch noch zwei Intensivscheibenreiniger. Einen habe ich natürlich im 400-Abonnenten-Special verlost. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinner. Ich werde morgen das Ganze dann zur Post bringen und dann ist es auf dem Weg zu dir. Und dann kannst du vor Weihnachten noch deinen Weihnachtsbaum damit komplett weiß einnebeln. Oder was auch immer. Oder als Rasierschaum benutzen. Aber am besten ist natürlich für Scheiben und Scheinwerfer geeignet, wie in meinem Video zu sehen. Und ich habe noch eine zweite Flasche. Und ja, was wir damit machen, das entscheide ich noch. Ich habe mir von Valimax diesen Waver geholt. Jetzt sagt er erstmal, was ist das überhaupt? Das ist hier so ein elektronischer Gimbal, den habe ich für meine GoPro geholt. Mal näher ran. Damit habt ihr einfach den coolen Vorteil, dass ihr, zu viel gedrückt, die ganze Sache hier extrem gut stabilisieren könnt. Vielleicht könnt ihr es im Video sehen. Also jetzt ist das Ganze einfach nur so frei gelagert. Das ist natürlich nicht an. Ich habe es erstmal nur aktiviert. Und wenn ich das Ganze jetzt aktiviere, dann, zack, habt ihr hier, je nachdem, was ihr für einen Modus eingestellt habt, habe ich den leichten Folgemodus. Also da bewegt sich richtig langsam mit. Ich mache mal einen anderen Modus rein. Da habt ihr hier einfach eine schöne Stabilisierung. Es gibt verschiedene Modi. Ihr könnt das auch mit kleinen Motoren bewegen, hoch und runter hier, wie ihr seht. Und da werde ich natürlich auch nochmal ein ausführliches Testvideo machen. Das Ding hat ungefähr, da gibt es auch von verschiedenen Marken ähnliche Modelle. 240 Euro, 260 Euro kostet. Ich wollte mir erst von DJI den Osmo holen. Für die mit der Handyhalterung, den Mobile sozusagen. Aber dann habe ich mir überlegt, ich habe ein OnePlus X, vielleicht kennt jemand die Handymarke, war es ein kleiner Hersteller, der nur auf Vorbestellung sozusagen produziert hat. Ist auch ein Android-Handy mit aber einer guten Leistung, wie ich finde, für 250 Euro ungefähr. Und ich bin nicht so der extreme Handy-Typ, also ich bin natürlich trotzdem hier bei WhatsApp und Facebook und sozusagen, aber ich brauche hier kein iPhone 7S oder wie das iPhone irgendwas, keine Ahnung, Samsung Galaxy, riesengroß für Gerätewert 700, 800 Euro, weil das Teil, es wird auch mal schmutzig und mich würde das dann nur aufregen, wenn ich so ein teures Handy habe und das ist ständig schmutzig oder irgendwas ist damit, es fliegt runter, da würde ich kaputt gehen. Und deswegen habe ich mir das geholt, also von OnePlus, das OnePlus X, habe ich jetzt 2 Jahre und funktioniert echt top. Ist auch ein sehr, sehr reines Android drauf, also läuft richtig, richtig smooth. Und das sollte ja in den DJI Osmo Mobile, ja, so hieß er. Der war aber preislich. Ach, ich schau mal nach. Mobile. Ihr hört also, so eine mechanische Tastatur macht einfach ein lautes Klicken. Da musste ich mich auch erstmal dran gewöhnen. Aber am Ende alles gut. Ja, DJI Osmo im Moment, oh, 308 Euro. Ja, gut. 308 Euro. Damit kann ich aber natürlich nur mein Handy praktisch ausbalancieren. Bei dem anderen wollte ich dann doch lieber auf meine GoPro gehen. Ich habe die GoPro Hero 4 Silber. Bin damit auch super zufrieden für die ganzen Autoaufnahmen und so weiter. Nehme ich das und da habe ich überlegt, ja, will ich jetzt mit Handy filmen oder mit der GoPro? Was nutzt du mehr? Und am Ende habe ich gedacht, wenn man mal im Urlaub ist am Strand, die GoPro hat man immer mit, das Handy hast du auch mit, aber ich habe mich am Ende doch für die GoPro-Variante entschieden und deswegen hier von Valimax den Viva Valimax Pro. War hier 268, ich habe ihn für 260 bekommen. Der ist aktuell runtergesetzt von 349 auf 268 Euro, also zuschlagen, wer es braucht und wer es ausprobieren will. Am 6. Dezember habe ich sie geholt, ja. Also ich habe damit erstmal nur ein bisschen rumgespielt, rumgetestet. Ich habe damit noch keine großen Extrem-Videos gemacht, aber wir wollen damit, oder besser gesagt ich, richtig geile Autoaufnahmen machen, vor allem wenn wir dann wieder in Richtung Frühling kommen und wieder die schönen Sommerfelgen drauf haben. Apropos Felgen, da überlege ich auch, ob ich mir vielleicht mal noch ein paar neue hole. Also wer Interesse hat an R3 Wheels, R3 H1, Anthrazit, 19 Zoll, 8,5, der kann sich gerne bei mir melden. Gibt es natürlich auch mit Sommerreifen von Hankook dran, kleine Werbung. Also ich mag meine Felgen echt sehr gern, aber es gibt einfach so, ein paar Leute wissen es schon, die haben mit mir gechattet. Es gibt einfach ein paar Felgen, die finde ich so geil, das ist extrem. Das sind von Z-Performance, die ZP09 in der Candy Red Version, das klingt ein bisschen schwul, aber kein Problem, es sind richtig schöne rote Metallic-Felgen, die richtig, richtig nice auf einen weißen Leon passen. Und ich habe auch schon einen Leon, das Leon Coupé, also den Zweitürer gesehen mit den Felgen und das sah so geil aus. Ich denke mal, im Kombi wird es auch richtig geil sein. Aber die Felgen kosten natürlich ein ganzes Stück, dafür muss ich noch ein bisschen arbeiten gehen. Und dann mal schauen, vielleicht fahre ich auch den nächsten Sommer nochmal mit meinen R3 Wheels und schaue einfach, wie sich das entwickelt.
Kommen wir zurück zum Vali Max Pro. Ja, also habe ich ja schon gezeigt. Mit dem werden wir jetzt mal ein paar Autoaufnahmen machen, vielleicht auch mal hinten aus dem Kofferraum raus. Das kann man auch schön während der Fahrt, also natürlich immer Sicherheit vor, ne? Schön während der Fahrt unten neben das Auto halten und mal richtig geile so Carshots machen. Und da wollen wir einfach ein bisschen rumprobieren. Das ist alles so noch in der Erprobungsphase und Testphase. Aber ich werde vielleicht auch den Vali Max Pro mal für ein nächstes Video nutzen, einfach mal, um das Ganze ein bisschen dynamischer zu machen. Wenn ich alleine drehe, ist es ziemlich schwierig, da eine gewisse Dynamik reinzubringen. Ich kann nur verschiedene Kameraperspektiven machen. Ich habe keinen automatischen Kamerakran oder irgendwelche Supertechnik, die mir das erlauben würde. Aber mit der Sache kann man einfach mal, wenn Dominik dabei ist, einfach mal so richtig so nice Shots machen. Je nachdem. Aber vielleicht sagt der eine oder andere, doch, interessant. Vielleicht, ich habe gar nicht gewusst, dass es sowas schon gibt oder noch gibt. Und deswegen werde ich auch dazu mal ein Video raushauen. Mein Kanal dreht sich natürlich hauptsächlich um Autopflegesachen und Autozubehör, wie auch in der Kanal, im Kanalinfo zu lesen ist. Aber auch zu Techniksachen, dadurch, dass ich so ein kleiner Technik-Nerd bin und da viel vergleiche und schaue, will ich einfach auch so ein bisschen Abwechslung hier in den Kanal bringen. Weil viele von euch werden sich neben der ganzen Autosache, denke ich, auch trotzdem für Technik noch interessieren. Und wenn ihr noch ganz andere Sachen habt, die ich einfach mal für euch testen soll, ich kann auch, was ihr wollt, ihr könnt einfach immer, schreibt mir immer Nachrichten, schreibt mir Kommentare drunter. Wenn ihr irgendwas habt, hast du das schon mal, kennst du das, probier das mal aus und so weiter, dann schreibt einfach, ich schaue mir das an und wenn es nicht in die 10.000 Euro geht und die 1.000 Euro nur völlig unbezahlbar ist für mich, dann schaue ich mir das natürlich auch an. Gucken wir mal, habe ich hier hinten noch? Ach, jetzt kommen wir zu den richtig nicen Spielereien, Leute. Ich muss aufpassen, dass ich so ein bisschen hier die Reihenfolge bewahre. Ich hoffe, ihr seid noch nie eingeschlafen. Oh, das Gerät, das habe ich jetzt auch eine ganze Weile schon. Ich bin einfach nie dazu gekommen, weil das Problem ist, wie gesagt, wenn ich alleine drehe, dann ist immer das Problem, dass ich einfach zu wenig Hände habe. Und deswegen kann ich sowas hier, sowas Nices. Hier oben kommt dann die DSLR drauf. Da kommen wir auch nochmal gleich dazu. Mache ich nur kurz. Wer sich dafür noch mehr interessiert, der kann sich natürlich melden. Da mache ich nochmal so ein Kamera-Equip-Video. Aber ich wollte euch nochmal genau den Namen hier davon durchgeben. So, ich musste mal kurz den Akku wechseln von der Canon. Wo ist mein Ladegerät? Mein Rucksack. Newer irgendwas? Tragbares Filmmaker-System für DSLR. Also, das ist einfach hier so eine Schiene drauf mit so einer Halterung und so einem Schulterpad hier an der Seite. Und dann könnt ihr das wie so ein Raketenwerfer hier, wie so ein Raketenwerfer hier so zielen und dann euch die als Flugabwehrgeschütz betreiben. Nein, nein, also hier oben kommt dann die Kamera drauf, mit der ich aktuell drehe. Und dann wollen wir einfach mal so richtig nice Shots machen. Aber dadurch, dass wir gerade Winterzeit haben und immer so ein Schmuddelwetter ist, ist es einfach total schlecht zu machen. Aber ich gebe natürlich mein Bestes und sobald das Wetter auch im Winter gut ist, man kommt einfach auch dazu. Nochmal ein richtig schönes Testvideo und dann in Zukunft werden auch ein paar Videos damit gedreht werden. Das Teil habe ich mir direkt mit meiner DSLR, mit der Canon 700D, zusammengeholt. Ist ein bisschen eingestaubt, war jetzt eine Weile nicht mehr im Einsatz. Das ist so ein Slider, so eine Kameraschiene. Ihr könnt hier oben die DSLR draufbauen und dann hier von Tarion könnt ihr das hier richtig schön sliden lassen. Wenn ihr da hier so einen kleinen Tipp für die, die sowas haben oder die sich dafür interessieren, wenn ihr hier so einen kleinen Gummi ran macht, so einen roten, diese roten Gummis, und das, dann könnt ihr das ganz smooth hier bewegen. Es gibt natürlich das Ganze auch noch elektrisch mit so einem Motor. Dann könnt ihr einstellen, wie schnell soll das Ganze hier über die Schiene rauschen. Ich mache es mal ein bisschen seitlich. Also hier könnt ihr einfach dann richtig, richtig smooth Shots machen. Das ist natürlich für diese ganzen Carporn-Sachen richtig geil. Aber das Thema Carporn wird auch, denke ich mal, viel interessieren. Ihr kennt natürlich auch JPs Kanal und den, ja, Jonas Peters, der macht das natürlich richtig gut. Der hat jede Menge Erfahrung darin. Und ich habe natürlich auch JPs Kanal abonniert, einfach zur Unterhaltung. Und den Kanal von Jonas Peters. Und die machen einfach richtig, richtig schöne Sachen. Da kann man sich auch viel abschauen. Man lernt natürlich immer nur. Man kann es natürlich, ich probiere viel selbst aus, aber man kann sich einfach von so einem Profi, ich nenne es, er kann, macht das richtig, richtig gut. Also er ist, denke ich mal, mit einer der Besten auf YouTube. Und da kann man sich auch ein bisschen was abschauen und dafür ist es ja da. Also man lernt natürlich auch durch andere, das ist natürlich ganz normal. Und deswegen diese Kameraschiene. Da werden wir dann im Frühjahr, wenn das Wetter wieder gut ist und ich wieder meine Schönfällen drauf habe, einfach mal so ein, wie es auch Jonas genannt hat, ich will es nicht jetzt auch so kopieren und How to Carporn nennen, ich will es einfach mal sagen, ich werde meine eigenen Erfahrungen bis dahin sammeln. Ich habe jetzt ein Jahr schon damit rumgespielt und euch einfach mal zeigen, was so coole Shots sind. Also wo sollte man anfangen mit der Kameraposition? Wie weit, wie viel? Das ist jetzt 90? Nee, 90 ist die Matte, 1,20. Das ist die 1,20er Schiene. Wenn ihr vorhabt, euch sowas zu holen, nutzt wirklich
eine relativ große Länge. Es ist ein bisschen sperrig im Kofferraum, aber ihr habt einfach damit einen langen, sehr langen Slideweg. Und dann geht das dann richtig, richtig nice. Ja, also wie ihr seht, habe ich schon ein bisschen Equip hier zusammengesammelt. Ich denke, ich bin jetzt erstmal durch mit der ganzen Hardware-Sache. Ja, eine Akkubank habe ich noch für unterwegs. Die hat 22.400 mAh, hat drei USB-Anschlüsse und kann richtig, richtig schön viel Saft mitnehmen. Vor allem, wenn man unterwegs ist im Winter jetzt mit seinem Kamera-Equipment, dann durch die Temperatur halten natürlich die Akkus auch nicht so lange. Und da ist einfach so eine Akkubank richtig, richtig schön zum Aufladen, weil nichts ist schlimmer, als wenn ihr irgendwo unterwegs seid, ihr macht Fotos, ihr macht Videos mit eurem Auto und dann sind die Akkus leer. Das ist mir alles schon passiert. Ich bin mit dem Auto raus, habe mich mit Dominik getroffen zum Videofilmen und habe gemerkt, dass in meinem Zoom H1 hier, was ich dann immer in der Hosentasche habe oder in der Jackentasche, dass ich keine Batterie drin hatte und dann durfte ich wieder zurückfahren. Oder ihr habt zum Beispiel die Speicherkarte noch im Speicherkartenlesegerät hier am Rechner stecken und oh. Naja, das sind aber alles Fehler, die vielleicht allen schon mal passiert sind. Und auf meinem Bild zu sehen, ich denke hier mal, ihr könnt es erkennen. Habe ich als Hintergrundbild einen Mond. Ich habe mir den auch nochmal auf Leinwand machen lassen. Ja, das ist so ein schönes Foto, was ich gemacht habe. Da bin ich stolz drauf. Das geht ruckzuck. Also die ganzen Fotoprofis und euch werden sich denken, ja, das mache ich in 5 Minuten. Aber das war mit eins meiner ersten Bilder, wo ich dann gesagt habe, richtig, richtig nice geworden. Das habe ich mir dann hier auf so eine Leinwand drucken lassen. Kamera-Equipment habe ich eine Canon 700D und ein schönes Stativ dazu. Aber wer das noch genauer wissen will, kann ich natürlich nochmal ein extra Video machen. Ich habe drei, vier, vier, eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier Objektive, ein Weitwinkel. Ein schönes 50 mm 1.8 von Canon, das ganz günstige für schöne Porträtaufnahmen. Dann 70 bis 250 mm, so ein schönes Zoom-Objektiv, um doch mal irgendwo näher ranzoomen zu können. Und das ganz normale Kit-Objektiv 18 bis 55. Jetzt sind wir aber durch. Jetzt kommen wir nochmal hier zum Kanal selber. Erstmal eins vorweg, vielen Dank nochmal für 400 Abonnenten. Das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell geht. Da freue ich mich natürlich richtig drüber. Und hab am nächsten Abend gleich geguckt, da hatte ich schon 418, also innerhalb von abends 18 Uhr bis nächsten Tag um 3 nachmittags hatte ich auf einmal 18 neue Abonnenten. Natürlich richtig, richtig nice. Und wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ich schicke jedem Abonnenten so eine kleine Begrüßungsmail raus. Vielleicht hat es der eine oder andere gelesen, der eine hat es vielleicht gar nicht gesehen oder so. Da begrüße ich einfach immer jeden neuen Abonnenten einfach dazu und erkläre ihnen so ein bisschen, worum es auf meinem Kanal geht, dass er mir immer auch Fragen schicken kann. Und da schicke ich auch immer so einen kleinen Amazon-Link da mit dazu. Denn wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin absolut ehrlich zu euch. Alles, was ihr über Amazon holt und das über meine Links, investiere ich dann in neue Sachen. Ich habe es schon so oft gesagt, aber das Problem ist, es kommen ständig neue Abonnenten dazu. Und ich muss es einfach immer hin und wieder mal so euch dann kundtun, damit ihr einfach da Bescheid wisst. Und die schon lange dabei sind, denen geht es vielleicht schon auf den Keks. Aber ich muss es immer wieder sagen, weil das im Moment die einzige Möglichkeit für mich ist, da noch ein bisschen Geld einzunehmen. Es ist nicht viel, aber es reicht so, dass ich hin und wieder mal, wenn ich das angesammelt habe, mal solche Sachen hier holen kann. Und weil über YouTube kommt da einfach durch meine wenigen Klicks noch nicht so das Geld rein, dass ich mir hier gleich mehrere Sportwagen holen kann und die testen kann. So ist es nicht. Also nichts hier mit YouTube Money und er kauft sich hier die ganze Technik-Sache. Das habe ich mir alles von meinem eigenen Geld geholt, Leute. Also das habe ich nicht durch euer Geld, was ihr mir praktisch einbringt. So, darum geht es natürlich auf dem Kanal erstmal nicht. Es geht nur darum, dass wenn ihr mich darüber unterstützt, ich einfach jede Menge tolle Sachen hier holen kann, wie zum Beispiel die Sachen, und kann auch öfters mal einfach so ein Fürche raushauen. Und das mache ich echt gern für euch, Leute. Und das ist auch, wie ich in dem Text auch beschrieben habe, in der kleinen Nachricht, ist einfach auch der Grundtenor meines Kanals. Also ich will Sachen testen. Und wenn ich eure Unterstützung da kriege, kann ich einfach viel mehr testen und auch viel mehr an euch zurückgeben, weil wie gesagt, ich möchte die Sachen nicht irgendwie im Schrank stehen haben. Das kommt alles wieder an euch zurück. Und ich hoffe, deswegen habt ihr auch meinen Kanal abonniert, weil ihr einfach diesen Mix aus Test und Gewinnspiel einfach richtig cool findet. Und ich denke mal, habe ich auch in dem Text geschrieben, das habe ich bei vielen Kanälen noch nicht so. Also ist das einfach noch ein nettes kleines Beiwerk, was da kommt über Amazon. Und das investiere ich natürlich hier in solche Sachen für euch. Dann möchte ich einfach nochmal mit euch kurz durch die Videos schauen. Ich hoffe, ihr seid noch dran. Ansonsten werde ich das Video vielleicht auch in zwei Teile teilen. Das letzte Video war hier zum Soft 99 Fuzzer Code als Scheinwerferversiegelung. Und ich finde, ich war selbst davon richtig überrascht. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Kann es echt jedem weiterempfehlen. Ansonsten, ich gehe jetzt nicht mit euch hier die ganzen Videos durch. Aber zum Thema Gewinnspiel
Im Dezember 2016, das ist natürlich richtig, richtig nice. Also im Nachhinein muss ich sagen, ein bisschen Eigenlob stinkt vielleicht, aber ich fand das die Idee einfach total lustig, zu sagen, schreibt ihr mir einfach, was ihr wollt. Also ihr könnt bestimmen, was ihr da in dem Paket drin haben wollt. Und ich fand die Idee so lustig und habe gesagt, auch wenn es vielleicht ein bisschen teurer wird und da bestimmt in die 50 € geht für so ein Geschenk und Leute, ich habe einen Kanal mit 400. Oh, neuer Abonnent dazu, herzlich willkommen. Aktuell 420 Abonnenten und ich hau hier effektiv, ich habe im September angefangen oder Anfang Oktober oder irgendwie September habe ich angefangen, aktiv dann die Videos hochzuladen, dass ich hier Geschenke raushaue im Wert von 50 €. Das ist nur durch euch möglich und deswegen danke, danke, danke dafür, vielen, vielen Dank. Und deswegen habe ich auch dieses schöne Gewinnspiel für euch gemacht und ihr habt schon zahlreiche Sachen hier drunter geschrieben. Andere sind mit zwei, drei Sachen hier zufrieden, da lege ich dann natürlich noch was dazu. Ich muss auch immer schauen, dass ich so schnell wie möglich da rankomme an die Sachen, aber ich habe mir bei einem netten Kollegen da schon ein bisschen was zurücklegen lassen. Also alles, ich verspreche euch, alles, was ihr unter das Video geschrieben habt, da komme ich auch ran. Also und das auch so, dass ihr das nicht erst 3 Monate später kriegt. Ein paar Sachen wie zum Beispiel das Fusser-Code in der weißen Version habe ich natürlich nochmal auch im Keller vorrätig. Also wer das zum Beispiel haben will, das würde zum Beispiel schon da sein. Oder so ein Trockentuch habe ich natürlich auch nochmal auf Vorrat hier. Manchmal gab es einfach ein Top-Angebot, da hat das Trockentuch nur 8,50 € gekostet. Sonst jetzt kostet es 14 €. Da habe ich natürlich gleich zugeschlagen. Und deswegen habe ich sowas auch vorrätig. Also hier 100 Kommentare, also, oder 61 Daumen nach oben und insgesamt 160 Kommentare. Das sind natürlich auch meine Bestätigung immer bei euch mit drunter noch, dass ich das gesehen habe, euren Kommentar. Und bin da echt stolz drauf, dass ihr da so aktiv mitmacht. Das freut mich. Und eins möchte ich noch sagen, diese neue Kategorie, die ich jetzt vielleicht einführen werde, Frage an die Community. Nummer 1 hatten wir hier vom Dennis mit dem Scheibenwischer-Problem. Ihr habt da auch schon rege diskutiert. Und ja, ich denke mal, wir sind am Ende zu dem Entschluss gekommen, dass es einfach daran liegt, dass zu viel Wasser aus diesen 3 Strahldüsen, das sind ja dann 6 Strahle, Strahls. Irgendwie so. Strahlen, 6 Strahlen, da auf die Scheibe kommen. Da kommt so viel Waschwasser, dass der Scheibenwischer praktisch einfach das dann an seiner Lippe vor sich herschiebt und oben tritt das dann einfach über. Ich denke mal, es ist einfach normal. Ich habe überlegt, was wäre denn, wenn am Ende des Scheibenwischers, jetzt müssen wir mal zusammen überlegen, wenn am Ende des Scheibenwischers, das ist der Scheibenwischer, geht hoch und runter, wenn hier so ein kleiner Haken nach unten wäre und der wäre so vielleicht im 45-Grad-Winkel und der würde praktisch das wie so scheren und in diesem Hohlraum, wo mein Daumen wackelt, sammelt sich das Wasser. Dann hätte man noch theoretisch nicht so einen großen Streifen, weil das Wasser sammelt sich ja dann in diesem Hohlraum hier unten und würde praktisch nicht hier oben, wo mein Finger wackelt, hier oben so wegfließen. Also vielleicht an alle Autohersteller, wenn ihr das verbaut, dann bitte Patent ist angemeldet. Müsst ihr erst mich fragen, ob ihr das bauen. Er nutzt ja schon von Bosch die Aero und die habe ich auch bei meinem Ibiza drauf gehabt. Beim Ibiza FR hatte ich die auch drauf und war damit super zufrieden. Und meine Frau hat auch die Aero von Bosch und er auch. Und ich habe aber noch die Originalen auf meinem Leon und die funktionieren auch. Die sind auch nicht laut oder so. Also, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was habt ihr für Scheibenreiniger. Und habt ihr die Scheibe versiegelt und wie stumpf ist eure Scheibe, wie oft putzt ihr eure Scheibe? Und damit liegt es dann auch zusammen, wie laut und leise kratzen oder wie lange kratzen meine Scheibenwischer und solche Sachen. Ist der Gummi alt und spröde, dann tauscht die aus. Aber wie gesagt, ich putze meine Scheibe eigentlich am häufigsten mit dem für Scheibenintensivreiniger, weil ihr wisst ja, ich liebe das Zeug hier. Ansonsten, ja, in den letzten Videos hatten wir ja von Fusaco das Wachs für dunklen Lack, das hatte ich mit Dominik zusammen gemacht und das macht immer jede Menge Fun mit Dominik. Der ist ein verrückter Kerl und wir sind jetzt eigentlich schon seit unserer gemeinsamen Ausbildung, die wir gemacht haben, gut befreundet und haben auch in der Schule immer nebeneinander gesessen und sind deswegen immer auch aktiv hier, was die Sache angeht. Und ich danke ihm an der Stelle nochmal dafür, dass er sich hier so aktiv bei den Videos beteiligt. Und ich denke mal, da werde ich ihn auch mal mit einem kleinen Autopflegeprodukt dann glücklich machen. Er hat ja jetzt das Fusaco, das Schwarze hat er sich ja selbst geholt, aber vielleicht nochmal ein schönes Poliertuch oder mal einen kleinen Reiniger werde ich dann von dem Amazon-Geld einfach mal für Dominik noch mit abdrücken. Ich denke mal, ihr könnt es verstehen und ihr seid da meiner Meinung, dass er einfach das auch verdient hat, wenn er dann seine Zeit opfert, dass er auch da ein bisschen was davon hat am Ende. Neben dem Fun, den wir da beim Dreh haben, noch ein kleines Produkt mit abstauben. Also Dominiks Auto wird noch jede Menge kommen. Wir werden da noch unendlich viele Sachen testen. Das Schöne ist, wir haben mein Auto, was ein bisschen neuer ist und sein Auto, was einfach schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und da können wir einfach an meinem Auto auch Sachen testen, die ganz neu sind und
einfach irgendwie so wie eine Scheibenversiegelung oder so. Ich bin nicht so der Freund von Scheibenversiegelung, aber wir können das trotzdem mal testen, wenn ihr das wollt. Aber bei Dominik kann man so ganz die ganzen Aufbereitungssachen einfach super testen an dem Lack, der wirklich riesig und monsterstumpf war. Also da ging, das war wie Schnörkelpapier, da floss ja gar kein Wasser runter, das habt ihr ja im Video gesehen. Da können wir so die ganzen Polsterreinigungen und so, das können wir alles an dem Auto machen und es ist natürlich richtig, richtig nice. Und dann nochmal danke an Dominik, dass er da die Zeit echt auf sich nimmt und mich da unterstützt. Wir wohnen effektiv, keine Ahnung, wie viele Kilometer das sind, 20, 15 Kilometer. Also ich brauche eine Viertelstunde, 20 Minuten bis zu ihm oder er zu mir. Und es geht von der Strecke her und da kann man auch einfach mal was zusammen machen. Ich sag's nochmal, wenn ihr Fragen habt in jegliche Richtung, egal ob es zum Auto ist, zum Produkten, zu irgendwelchen Sachen, wenn ihr Probleme habt, wie mit dem Scheibenwischer Fragen habt, wenn ihr in Leon fahrt, genau wie ich habe das Auto ziemlich weit studiert schon so. Also es gibt auch ein paar Sachen, die man am Leon noch verändern kann. Ich würde auch sehr gerne VCDS-Kodierung machen und euch zeigen. Das Problem ist aber, dass dieses VCDS-Gerät eine ganze Stange an Geld kostet. Aber wenn ihr da Fragen habt zum Kodieren und so, kann ich euch auch ein paar Seiten schicken und dann geht ihr einfach damit zu eurem Autohaus. So habe ich es am Anfang auch gemacht. Die machen das eigentlich. Und wenn das Autohaus macht, kriegt er auch nur eine Garantie für. Und die meisten Sachen, also ich denke mal, alles, was ich bei mir kodiert lassen habe, da hat das Autohaus gesagt, das ist kein Garantieproblem, dann gibt es kein Problem. Ich habe auch diese Hornquittierung, wenn ihr das Auto schließt, dass es da so ein Bip-Bip macht und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt Serie ist, aber als mein Auto rauskam, war es auf jeden Fall nicht aktiviert. Ich finde das ganz nice. Da auf dem Parkplatz irgendwo, klack, klack, hört man, ah, Auto ist zu, muss man nicht immer hingucken, ob es blinkt oder so. Ganz angenehm. Gut, Leute, das war mal ein richtig langes Quassel-Video. Wenn ihr Bock habt, dass ich mal wieder sowas mache, auch über dann gezielt über irgendwelche Themen, dann sagt natürlich Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Mittwoch. Lasst einen Daumen da. Ich werde das Ganze in zwei Teile teilen, sonst wird es einfach zu lang. Und wünsche euch an der Stelle einen schönen Tag. Daumen hoch, lasst ein Abo da, empfiehlt mich weiter. Ich freue mich auf das Weihnachtsgewinnspiel. Ich freue mich auf den glücklichen Gewinner, der dann gezogen wird, über die Freude und wünsche euch einen schönen Tag, Leute. Ciao und haut rein.